Es gibt zwei Personen, die derzeit die große Gefahr für die Aktienmärkte sind. Der eine ist Biden und der andere ist Trump. Warum? Weil beide letztendlich dafür sorgen, dass die Risikoprämien für US-Staatsanleihen immer weiter nach oben gehen. Der eine, indem er sich weigert, oder vor allem die Familie von ihm sich weigert, ihn endlich in Ruhe zu lassen und das Amt niederzulegen, respektive nicht mehr anzutreten als US-Präsident. Gemeint ist natürlich Joe Biden, trotz offenkundiger Demenz. Und der andere, das ist Seth Donald, der wahrscheinlich glaubt, er könnte so agieren wie in seiner ersten Präsidentschaft, aber das ist nicht der Fall. Und der eine, nämlich Biden, wird sicher diese Wahl verlieren, je näher es oder je länger es dauert, dass die Demokraten jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn sie bei Biden bleiben, dann sind sie aussichtslos verloren aus meiner Sicht. Aber auch der andere, nämlich Donald Trump, der glaubt, er könne so agieren wie eben in seiner ersten Präsidentschaft, er wird sich täuschen. Denn die Märkte werden mit den Füßen abstimmen und sagen, nee, nee, Junge, so wird das nicht laufen. Du wirst nicht die Einnahmen senken, gleichzeitig die Ausgaben weiter steigern und dann noch versuchen, die Fed zu Zinssenkungen zu zwingen, während du gleichzeitig Migranten rausschmeißt, Zölle massiv anhebst und Steuern senkst. Das wird nicht funktionieren. Also werden wir mit den Füßen abstimmen, so wie wir es getan haben bei Liz Truss in Großbritannien, die das nicht lange überlebt hat. Die Märkte werden also Trump besiegen. Trump wiederum dürfte Biden besiegen, wenn die Demokraten an Biden festhalten. Aber eins ist klar, solange hier nicht etwas sich ändert, werden die Renditen für US-Staatsanleihen hoch bleiben, weiter steigen können. Und das heißt nichts anderes, als dass Geld teurer wird. Wenn Geld teurer wird, dann wird Liquidität teurer. Wenn Liquidität teurer wird, dann ist die Liquidität in der Regel weniger. Wenn weniger Liquidität ist, ist das nicht so richtig gut für die Aktienmärkte. Schauen wir uns die ganze Gemengelage mal an. Hier sehen wir selbst bei Market Watch, ein Trump-Sieg würde mehr Inflation schüren, was Investoren jetzt machen sollten, um sich zu schützen. Also wir sehen, das Thema ist im Mainstream angekommen. Die 10-jährige Anleiherendite in den USA, höchster Stand jetzt seit Mai, ja sehr, sehr deutlich gestiegen. Und zwar nach der TV-Debatte. Hat ein bisschen gedauert, bis man das verarbeitet hat, aber dann sind die Amis aufgestanden am Freitag und haben sich gesagt, ups, da kaufen wir mal oder verkaufen wir mal unsere Staatsanleihen, treiben also die Renditen nach oben und das, obwohl die Konjunkturdaten in den USA ja schwach waren und eigentlich eine Bewegung nach oben bei den Renditen nicht rechtfertigen. So oder so, die Amerikaner, wie Lee Grohman hier bemerkt, haben ein Verhältnis Schulden zur Wirtschaftsleistung wie ein Emerging Markets Land, also wie ein Schwellenland. Sie haben ein Defizit zum BIP wie ein Schwellenland und sie haben offenkundig auch bananenrepublikhafte Shows, wie eben dieses TV-Duell zwischen Trump und Biden, wo die sich dann noch über ihr Handicap im Golf unterhalten, jenseits aller anderen Peinlichkeiten. Also das ist natürlich jetzt eine Situation, die ein paar Leute sicherlich unruhig machen dürfte, die noch geglaubt haben, ja, die USA, die kriegen die Kurve. Aber wir sehen, dass selbst in Sachen Biden jetzt, selbst der CNN wirklich die Reißleine zieht und sagt, ja, also das Problem bei den Demokraten ist, dass sie euch erzählen wollen, Biden sei irgendwie fit und das, obwohl ihr genau seht, obwohl jeder Zuschauer sieht mit eigenen Augen, was wirklich der Fall ist und damit machen sich die Demokraten natürlich komplett unglaubwürdig, unwählbar für viele Amerikaner. Hier sehen wir zum Beispiel mal Carl Bernstein in den USA, sehr respektiert, der sagt, also viele Quellen sagen mir, dass Biden schon oft solche Ausfälle hatte. Klar, er hat gute Tage und er hat schlechte Tage, also der wird nicht immer irgendwie in einem Totalausfallmodus sein, das natürlich nicht, aber er hat immer wieder diese Ausfälle, die dann dazu führen, dass er eben seine Regierungsgeschäfte nicht wirklich handhaben kann, konstant, so etwa wie beim G7-Treffen, wo er an dem Abendessen nicht teilnehmen konnte, etc. etc. Also die selbst demokratenfreundliche Sender wie CNN brechen jetzt den Stab über Biden. Hier sehen wir unten mal Predicted, also die Wettmärkte, wie die Wahrscheinlichkeiten einschätzen. Das hat sich seit dem TV-Duell grundsätzlich geändert und der ehemalige SEC-Chef Jay Clayton sagt, warum werden die Demokraten müssen etwas ändern? Denn der Markt wird Ihnen sagen, ihr müsst etwas ändern. Die Frage ist nur, hört man auf den Markt? Denn eins ist klar,
Normalerweise hast du mit einer solchen Performance als US-Demokraten überhaupt keine Chance mehr. Und die Märkte fangen ja schon an, sozusagen mit den Füßen abzustimmen, indem sie eben den Sieg von Donald Trump einpreisen und die Renditen nach oben schieben. Und wir sehen deswegen steigen an den Anleihemärkten die Volatilitäten. Der Move ist der praktisch der Wix des Anleihenmarktes, also ein Barometer für die Volatilität, für die Veränderungsdynamik bei Anleihen, Staatsanleihen, während der Wix, also die Volatilität von Aktien im S&P 500, vergleichsweise niedrig ist. Was fürchtet man? Dass Trump ein hochinflationäres Umfeld schafft. Und wir dürfen eins nicht vergessen, Trump, als er Präsident war, zwischen 2016 und 2020, da lag der maximale Leitzins im Hoch bei 2,25%. Das heißt, etwa halb so hoch wie heute. Damals hatte Trump schon den auch damals schon amtierenden Fed-Chef Powell als Dummkopf bezeichnet, weil er die Zinsen nicht gesenkt hat. Jetzt haben wir doppelt so hohe Zinsen. Wir können uns vorstellen, erstens, dass Trump Powell auswechseln wird und zweitens, dass Trump natürlich dann darauf dringen wird, dass der neue Fed-Chef gefälligst die Zinsen zu senken hat. Bei gleichzeitigen Inflationsschüben, die eben durch die Politik, durch die angekündigte Politik von Trump wie Migranten raus, wie Zölle deutlich nach oben etc., dass das eben in der Kombination nicht funktionieren wird, ist relativ klar. Das ahnen die Märkte und so sehen wir, dass diese Abweichung größer wird. Die Renditen sind gestiegen, aber die Aktienmärkte sagen sich, ach, lass die mal. TLT, das ist das langlaufende ETF mit einer hässlichen roten Kerze. Also wenn die Renditen steigen, dann fallen die Anleihekurse. Man könnte sagen, wenn die Renditen steigen, dann steigen die Prämien, die Investoren verlangen, damit sie das Risiko in Kauf nehmen, die Schulden eines Landes zu kaufen, wie etwa von den USA. Wenn aber die Renditen steigen, dann steigen die dann fallen die Kurse dieser Anleihen. Das wird oft verwechselt. Ich wollte es deswegen noch einmal so darzustellen, meine Damen und Herren. Und jetzt ist die Frage: Wir haben gesehen, die Aktienmärkte sagen sich, oh, damit haben wir doch nichts zu tun, wenn Geld teurer wird, das interessiert uns doch nicht, oder? Noch nicht, aber würde es interessieren, hier Berechnungen, wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen, dann ist es vor allem die Veränderungsdynamik, die da entscheidend ist und das Niveau laut Berechnung dieser Veränderungsdynamiken, wo es dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann durchaus kritisch wurde, ist so um und bei 4,6%. Da hätten wir also noch 10, 11 Basispunkte bis dahin. Aber wir sehen eines schon, die Zinskurve versteilt sich wieder, entinvertiert. Also das sehen wir hier bei den 32-Jährigen. Normalerweise müsste ja eine 30-jährige Anleihe deutlich mehr Rendite abwerfen als eine 2-jährige, weil mein Risiko ja größer ist. Ich leihe jemand Geld für 30 Jahre. In 30 Jahren kann mehr passieren als in 2 Jahren. Das Risiko ist schlichtweg größer, aber derzeit sind die Renditen für 2-jährige höher. Das ist ja sozusagen diese invertierte Zinskurve, die sich aber jetzt beginnt zu entinvertieren. Und normalerweise ist eine weitere Invertierung der Zinskurve, wenn die also noch negativer wird, positiv für den S&P 500, für die Aktienmärkte und andersrum. Also normalerweise müsste man jetzt langsam reagieren, zumal wir sehen, dass diese Entinvertierung jetzt an einem Game-Changer-Moment sein könnte, nämlich dieser Abwärtstrendlinie, die wir seit einigen Jahren haben. Also das wird sehr, sehr spannend zu sehen. Und all das vor dem Hintergrund, und das ist das wirklich Auffällige, dass die Konjunkturdaten in den USA ja deutlich schlechter werden. Und wenn normalerweise Daten schlecht werden, dann sagt man sich, naja, dann fallen die Renditen, weil eben die Notenbank die Zinsen senkt, nicht wahr? Aber das Gegenteil passiert, die Daten werden schlechter und die Renditen steigen. Hier sehen wir den Bloomberg Economic Surprise Index, also die Abweichung von dem, was erwartet ist eigentlich von den Zahlen. Katastrophaler Juni 2024, und auch der Juli begann jetzt nicht gerade Suche mit dem Einkaufsmanager, mit dem ISM-Index gestern für die Wirtschaft der USA schwach. Sehr, sehr schwache Preise, nicht mehr so stark gestiegen, dennoch steigen die Renditen und wir sehen, die Atlanta Fed reagiert jetzt zunehmend mit ihrem GDP Estimate, also mit der BIP-Schätzung, und jetzt sind wir runter auf 1,7% nur noch. Wir waren bei 4,2% noch Mitte Mai, also vor 6 Wochen, geht also immer weiter runter. Und jetzt ist eben das Thema, dass Sid Donald wahrscheinlich glaubt, ja, ich könnte die Steuern senken, gell, und dann zwinge ich die Fed, die Zinsen zu senken, und alle spielen schön mit. No, sir, that will not be the case, denn
Hier sehen wir, dass die Amerikaner ohnehin schon mal ein Defizit fahren. Wenn wir das real berechnen, also adjustiert mit der Inflation, das größer ist als in den beiden Weltkriegen zuvor, als sozusagen in den Zeiten, wo man das Geld auch zum Fenster rausgeschmissen hat. Und die Märkte sagen sich, ja gut, das wird unter Trump nicht besser. Also verlangen wir höhere Prämien. Wir wollen einen höheren Preis bekommen für das Risiko, das wir hier eingehen. Und siehe da, jetzt hat man eben mal am gestrigen Tag 109 Milliarden Dollar an Schulden mal eben hinzugerechnet. Das ist der größte Anstieg an einem Tag seit Oktober 2023 auf die lächerlich kleine Summe von 34,831 Billionen Dollar, was die Verschuldung des Staates betrifft, nehmen wir Haushalte und die Firmen noch dazu, dann sind wir bei um und bei 100 Billionen Dollar, aber die Aktienmärkte sagen sich, ist doch schick, oder? Ist doch alles gut, die Wirtschaft brummt, gell, und die Schulden, meh. Na, wir sind doch Amerikaner, wir brauchen doch keine Schulden bezahlen, wir können doch neue Schulden aufnehmen, um die alten Schulden bezahlen, gell, das hat doch schon immer funktioniert, gell, bis es nicht mehr funktioniert, aber die Aktienmärkte sagen sich, who cares? Und vor allem Nvidia, gell, 150% gestiegen jetzt im ersten Halbjahr. Warum nicht, gell? Also möglich ist es ja, ne? Und dann haben wir ein bisschen nur Microsoft, eine Amazon und so weiter. Aber alleine Nvidia hat 30% des Anstiegs im S&P 500 verursacht. Und wir haben so wenig Aktien wie noch nie in History of Wall Street, die den S&P 500, also den Leitindex, outperformen. Auch sehr aussagekräftig. Und eine, die nicht dazu gehört, nämlich die outperformende Aktie, ist Tesla. Aber in den letzten Tagen ging es deutlich nach oben und das, obwohl alle eigentlich erwarten, dass die Auslieferungszahlen von Tesla, die heute erwartet werden vor Börseneröffnung, dass die eher ziemlich miserabel sein werden. Aber jetzt ist der Elon Musk ja der Elon Musk und er ist ein sehr, sehr guter Marketingmann und weiß, wenn mein Geschäft scheiße läuft, dann musst du den Leuten den nächsten Floh ins Ohr setzen. Also hat er vor Jahren schon erzählt, Robotaxis, die werden ja und so weiter. Ihr wisst schon, wo sind jetzt diese Robotaxis? Noch nicht da. Gut, da hat sich der Elon gesagt, naja, wenn wir keine Robotaxis haben, dann nehmen wir halt nur Robos, also Roboter, und das ist jetzt der ganz heiße Scheiß. Und das glauben manche Leute auch, beziehungsweise manche haben ein massives Interesse daran, so wie Morgan Stanley, die ja die ganzen Kredite für den guten Elon laufen haben, damit er Twitter kaufen konnte etc. Und die sagen, also egal wie das mit den faktischen Absätzen seiner Autos aussieht, also faktisch sagt Morgan Stanley, egal wie das Geschäft von Elon Musk von Tesla in der Wirklichkeit läuft, wir haben ja bestimmt eine ganz tolle Zukunft. Also achtet nicht auf die Fakten, sondern hört auf die wunderbaren Zukunftsversprechen. Das ist das wirklich Witzige. Die Aktie von Tesla erreicht jetzt den Abwärtstrendkanal. Mal sehen, ob das Ganze sich hier wieder normalisieren wird, ob man etwas mehr Realität wieder einkehren lässt. Hier sehen wir den S&P mit 31 Allzeithochs. All das vor der jetzigen Situation. Normalerweise folgen dann im zweiten Halbjahr noch welche. Diesmal auch, Fragezeichen. Wir sehen, das Volumen ist ja miserabel an den Märkten. Aber wir sehen, dass outside regular trading hours offenkundig immer mehr passiert. Neues Allzeithoch. Das ist doch durchaus erstaunlich. Da verschiebt sich offenkundig etwas. Und ich hatte schon darauf hingewiesen, nur 46% der Aktien im S&P 500, obwohl der Index in Sichtweite des Allzeithoch ist, handelt über ihrem 100-Tages-Durchschnitt. Beim Nasdaq sehen wir, dass jetzt eine etwas höhere Zahl inzwischen zumindest über den 50-Tages-Durchschnitt gekommen ist. Und der Juli, der ist ja so fürchterlich bullisch, meine Damen und Herren. Bester Monat normalerweise durchschnittlich 1,7%, vor allem die ersten zwei Wochen sind normalerweise ganz schick, aber in der Summe Juni, Juli, August eher seitwärts, wenn wir es mal zusammenzählen, so diese untere Grafik, mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Eins aber ist klar, wir haben jetzt den Ölpreis so hoch wie seit April nicht mehr. Klar, Driving Season jetzt vor dem Independence Day am 4. Juli, also am Donnerstag in den USA, da steigen dann auch die Benzinpreise gerne. Wir sehen also, dass
hier natürlich der nächste inflationäre Impuls kommt. Das dürfte jetzt die Preise an den Tankstellen in den USA relativ schnell nach oben bringen. Und eine interessante Geschichte ist auch das, was mit dem Yen passiert. Normalerweise gibt es eine Korrelation zwischen den Anleiherenditen und den Yen, hatte ich schon gezeigt. Jetzt ist das Problem, die Japaner drohen zu intervenieren gegen den kompletten Abverkauf des Yen, der heute einen neuen Rekord wieder erreicht seit 1986. Wir sind in Richtung 162 unterwegs. Jetzt haben die Amerikaner schon aber gesagt, also das mit den Interventionen, das solltet ihr euch genau überlegen, liebe Bank of Japan. Also tun es die Japanesen nicht. Und genau das ist das Problem. Man kann wohl nicht wirklich diesen Markt retten und sagt sich, okay, das wird wohl nichts mehr. Wir sehen auf der anderen Seite, der Euro ist wahrscheinlich überbewertet zum Yen. Aber die Märkte verlieren eben den Glauben, dass die Bank of Japan die Dinge noch im Griff hat. Dementsprechend der Euro auch zu teuer, denn wir haben auch so unsere kleinen bis sehr, sehr großen Themen. Themen werden heute sein, vor allem die Rede von Jerome Powell in Sintra bei der EZB-Konferenz 15:30. Wir schauen, dass wir da bei Finanzmarktwelt ein Live-Feed reinbekommen. Und nicht vergessen, morgen schließen die Märkte 19 Uhr deutscher Zeit, also die Wall Street morgen praktisch nur mit einem halben Handelstag, Donnerstag laufen dann nur die Futures, am Freitag dagegen ein voller Handelstag. Das sind ja auch dann die US-Arbeitsmarktdaten. Daneben, neben Paul, 16 Uhr noch die JOLTS, die offenen Stellen. Wichtig, China tritt jetzt an zu dem dritten Parteiplenum. Und da wird man also hochdemokratisch wahrscheinlich wieder entscheiden, dass man langsam Gas geben muss in Sachen Wirtschaft, weil die Fälle langsam wegschwimmen. Das wird immer problematischer für die Führung, die einen Gesichts- und Glaubwürdigkeitsverlust hat. Der Vertrag sozusagen mit der Bevölkerung, ihr haltet den Mund und wir verschaffen euch Wohlstand, der funktioniert nicht mehr. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Zinsen senken, Lagarde deutet Zinspause an. Warum tut sie das? Na, weil die Fed sich nicht bewegen wird. Genau deswegen deutet jetzt Frau Lagarde eine Zinspause an. Was Sie dazu wissen müssen, in diesem Artikel gerne weiterempfehlen. Und der gute André Stacke, der sagt, seid vorsichtig jetzt, die Dinge könnten unschön werden. Warum er das sagt, mit welchen Argumenten, das erfahren Sie hier. Also diese beiden Dinge möchte ich Ihnen empfehlen und sage jetzt erst einmal Servus, ciao.